Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. So, wo sind wir denn hier? In der Plotterstation. Mit dem weißen Plottergel hier. Und unsere Kugel hat ja auch schon mal bessere Zeiten gesehen. So, und Cave Johnson hat uns ja letzte Folge gesagt, wir sollen Zitronengranaten erfinden. Ja, das ist nicht mal eine gute Idee. So, und Ladezone. Keine Ladezone. Ich will eine Ladezone. 1982. Das sind wahrscheinlich immer die Zahlen, wo die Gebäude gebaut wurden. Hey, wir können unten ein Portal setzen. Können wir hier ein Portal machen irgendwo? Nein, leider nicht. Schade. Könnten wir da auch nochmal runter. Was haben wir hier? Nichts. Was haben wir hier? Auch nichts. Was haben wir hier? Elevator to Surface. Den Aufzug zur Oberfläche. Was haben wir rein hier? 3000 Meter bis zur Oberfläche. Zoom-Ansicht. Ja, schön. Das heißt, wir müssen da rauf. Kein Problem. Ja, erwischt. Ja, dann hüpfen wir mal darauf. Oh, geschafft. Hihi. So, jetzt stehen wir hier auf dem Aufzug. Super. Dann schauen wir mal kurz darunter. Langsam. Da können wir nicht. Da haben wir nur Dingens. Da geht es überall so tief runter. Na gut, aber wir wollen eh nach oben. Und deswegen können wir hier Portälchen setzen. Nein, wir können kein Portälchen setzen. Hier raus. Ich will hier raus. So. Wir müssen. Verflucht. Da geht heute aber auch einiges schief hier. So, das heißt, ich mache hier mal ein Portälchen. Und dann springe ich einfach mal da unten hin. Whee! Und da kommen wir da oben raus. Nochmal raus. Und nochmal raus. Ah, da war's. So, nochmal durch. Ach, da war's. Und jetzt hier. Und oben. Wunderbar. Wie viel Meter haben wir denn geschafft? Steht hier irgendwo. Ist das 900 Meter? Ach, wir haben gerade mal 100 Meter geschafft. Naja. Ladezone! Aperture! 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 Ach, bin ich müde. Was habe ich denn? Oh, es ist auch nur 2 Uhr morgens, aber naja. Ich esse hier Wasabi-Erdnüsse, werde ich wieder gut schlafen. Ich weiß, es sieht finster aus, aber der Irre dort unten hatte recht. Die Zitronen nehmen wir nicht. Wir gehen sofort wieder hoch und zwingen ihn, mich wieder in meinen Körper einzusetzen. Und er bringt uns sicher um, weil er mächtig ist und ich keinen Plan habe. Wow. Ich will nicht lügen, wir haben ein Millionstel einer Chance aufgerundet. Machen wir doch was Verrücktes. Wenn wir schon explodieren, dann doch wenigstens mit Würde. Wir könnten auch Wheatley zwingen, die Zitronen zu essen. So, die sind nämlich sauer. Was haben wir denn hier? Wir haben hier ein großes, hohes Dingens. Wo wir sehr wahrscheinlich hoch müssen. Gut. Und an diesen Pfeilern können wir Portalflächen setzen. Wir können da oben eine Portalfläche setzen. Da schauen wir mal darauf. Was haben wir denn da oben? Hallo. Ja, bis auf eine gute Übersicht haben wir hier auch nichts anderes. Aber gut. Wir hätten da oben eine Portalfläche. Die uns im Moment aber mal so gar nichts bringt. Ach, kann ich da nicht raus? Nicht wirklich. Moment, das möchte ich noch.
nochmal probieren. Und jetzt hier so das blaue. Nein! Ach, da rutsche ich ab. Gut, das bringt also mal nichts. Dann mache ich hier ein paar Dealchen und gehe mal hier auf den Stahlträger. So, jetzt sehen wir da oben. Da müssen wir durch. Oder rüber. Das heißt, wir hüpfen einfach von hier oben nach da unten. Und hui. Und schon sind wir drüben. Und hier haben wir Hüpfegel. Schauen wir mal, was passiert. Das wird voll geplottert. Ja, schön. Das heißt, wir setzen uns wieder ein Portälchen und hüpfen mal durch das Portälchen auf das Hüpfegel und da oben rauf. Juhu, jetzt sind wir hier oben. Da haben wir doch schon mal gut Strecke. Gut gemacht. So, und jetzt müssen wir hier rauf. Achtung! Hier können wir runterfallen. So, jetzt haben wir hier, können wir ein paar Portälchen setzen. Was bringt uns das? Im Moment noch gar nichts. Aber wir können ja hier runterfallen. Was bringt uns das? Genau das. Ui, 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 ui. Und jetzt. Und landen. Danke. Und schon sind wir oben. So, und schon ab in den nächsten Raum. Sieht aus, als wenn da Kekse drin stecken würden. Ich will den Kekse. Und hier haben wir schon wieder blaues Hüpfegel, Geschwindigkeitsgel und das weiße Portalplottergel. Oh, Portalplottergel. So, was müssen wir also hier machen? Wir haben hier eine schräge Fläche. Das ist immer schon sehr verdächtig. Und hier haben wir eine Plattform. Also würde ich mal sagen, wir müssen sehr wahrscheinlich da rauf. Gut, machen wir hier mal ein Portälchen und da oben mal ein Portälchen. Und dann plottern wir das hier mal zu. Plotter. So, und wir können natürlich jetzt hier ein Portälchen setzen, was jetzt natürlich totaler Mist war. Wir müssen natürlich hier. Wir brauchen hier natürlich Weiß. Nein, es hat eigentlich eh gepasst. Jetzt brauchen wir hier nämlich das Orange. Nee, das. Ich mache zuerst mal alles Weiß. Alles Weiß kann nie schaden. Das ist immer so ein kleiner Tipp. Einfach mal alles Weiß machen. Schadet nie. So. Jetzt machen wir alles Orange. So, sehr schön. Jetzt ist alles blau und orange. Und jetzt ist es trotzdem noch falsch. Denn wir brauchen da oben Portalfläche, war mein Fehler. So, und jetzt hier mal blau-orange. Und jetzt Geschwindigkeit. Hüpf, hüpf. Und dann darauf. Hüpf. Und stopp. Denn wir brauchen jetzt hier auch noch Hüpfegel. Ja. Da plottert das Hüpfegel. Und da drüben plottert das Hüpfegel. So. Wir müssen also hier Hüpfegel herbringen. Hüpfegel. Und haben wir da drüben. Das bringt nichts. Da machen wir Hüpfegel mal da unten. Das bringt schon eher was. So. Und jetzt. Das Hüpfegel. Das Hüpfegel will nicht. Doch, jetzt will's. Und jetzt hier Hüpfegel. Wunderbar. Und unser Ziel sehr wahrscheinlich mal da drüben.
Das heißt, wir gehen nochmal nach unten. So. Hier nochmal mit Schwung. Hüpf. 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 Und hü darüber. Jetzt haben wir wieder weißes G. Wir haben oben eine Portalfläche. Na dann hüpfen wir mal rein. Ja. Bin ich ganz weiß. Zu dem Portal gehen. Ich stehe irgendwie auf dem Kopf. Naja, egal. So. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir da oben und wir müssen da oben lang. Jetzt ist natürlich die Frage, gut, wie kommen wir da oben lang? Wir können hier ein Portilchen setzen. Und können da unten ein Portilchen setzen. Jetzt können wir hier wieder alles schön einmal rein in die Lüftung. Und einmal schön frisch und fröhlich zuschauen, wie sich das hier alles verteilt. Auch da kann ich mich mal zurücklehnen und hier jetzt ein paar Wasabi-Erdnüsse essen. Auch Wasabi-Erdnüsse. Ich mach da oben auch mal ein bisschen. Kann ich hier auch? Ja. Kann ich überall. Kann ich doch mal in den Luftschacht rein? Nein, komme ich nur von hier. Da verteilt sich das überall. Ach, ist das schön. So gut. Wir müssen aber eh nur da oben rein. Und hui. Watch your step. Und im Moment hat man gerade mal überhaupt kein Gefühl, wo ist jetzt eigentlich oben, unten, links, rechts. Und egal, wir gehen einfach diesen Weg hier weiter. Aber ist ja kein Problem, wir können ja eh ein Portälchen setzen. Tja, und von da unten kommen wir her. So, ich habe sogar so ein Pappmaul. Wasabi-Erdnüsse. Aber gut sind sie. Gut. Nom, 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 nom. So, was haben wir hier? Wir haben hier verschiedene Wändchen. Wir haben hier Röhren. Und da oben haben wir eine Tür. Schauen wir mal, ob die Tür funktioniert. Diese Tür funktioniert nicht. 1, 2, 3, 4. Funktioniert nicht. Gut, was können wir hier sonst noch tun? Da oben haben wir auch noch eine Tür, die ist aber auch verschlossen. Und da oben haben wir eine Pumpenstation. Wir können aber kein Portal darüber setzen. Schlecht. Das heißt, wir müssen da oben irgendwie rüberkommen. Wir hätten hier eine Möglichkeit, durch so ein Portälchen darüber zu kommen. Und hier hätten wir eine Portalfläche da unten. Klingt doch schon mal gar nicht so übel. Ja. Wenn natürlich ich nicht schon wieder Scheiße bauen würde hier. Versteht sich natürlich. Da gehen wir nochmal rauf hier. So, jetzt aber. Hüpf. Nein, zu. Gut. Strike 2. Kann ich von da oben nicht einfach runter? Nein. So, jetzt aber, letzter Versuch. Und. Geschafft. Ja. Ich habe eine Idee. Ich auch. Das Poster, kannst du das mal ansehen? Nein. Welches Poster? Gut, zum Anhalten war keine Zeit das. Sicher, aber das war wirklich wichtig. Paradoxa. Keine KI kann ihnen widerstehen. Ich weiß, wie wir ihn besiegen. Du bist eine Kartoffel. Und genau deswegen mache ich jetzt einen Cut hier und wir sehen uns in der nächsten Folge.